Sonnenenergie für den Eigenbedarf. Das ist das Versprechen von sogenannten Balkonsolaranlagen. In ihrer Wohnung in Berlin lässt sich die ehemalige Vertriebsleiterin Corinna Wieland gerade ein solches Gerät einbauen. Ich freue mich da total drauf. Ich bin ja schon bestimmt seit 2 Jahren von der ersten Idee beschäftigt, immer mal wieder verworfen. Balkonsolaranlagen funktionieren genauso wie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, nur eben kleiner. Sie können auf Terrassen, an oder vor Balkongeländern einfach installiert werden. Robert Dietrich hat bereits hunderte solcher Anlagen installiert. Also eine Balkonsolaranlage besteht typischerweise aus 1 bis 2 relativ großen Solarmodulen, je nach Platzangebot. Und in diesen Solarmodulen sind Kristalle verbaut, die das Sonnenlicht, was da auftrifft, direkt in Gleichstrom umwandeln. Und der Wechselrichter, der hier angeschlossen ist, der macht also den Gleichstrom, was vergleichbar ist mit einem Batteriestrom, zu einem Wechselstrom, wie er im Haushalt üblich ist. Das heißt, es wird einfach nur ein Schokostecker in die Steckdose gesteckt und dann habe ich den Strom aus meiner Solaranlage im Haushalt und kann den dafür einen Mixer oder fürs Wasserkochen verwenden. Corinna kann die erzeugte Energie also selbst verbrauchen. Der überschüssige Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist. Es lässt sich damit gut Geld sparen, sagen die Experten der Deutschen Netzagentur. Der normale Haushalt mit einer vergleichsweise großen, sehr gut aufgestellten Balkonanlage, nicht verschattet, Richtung Süden, kann 15% seines Stromverbrauchs in der Balkonanlage erzeugen. Das sind gute Aussichten. Etwa 400.000 registrierte Haushalte in Deutschland nutzen Balkonanlagen. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass es sogar doppelt so viele sein könnten. Und das, obwohl Bußgelder drohen, wenn die Anlagen nicht registriert werden. Kritiker argumentieren, die Scheiben seien unansehnlich und für denkmalgeschützte Gebäude ungeeignet. Sie könnten eine Fassade beschädigen oder sogar zum Sicherheitsrisiko werden, wenn sie falsch angebracht sind. 40 Kilometer von Berlin entfernt wird für den Umstieg auf diese dezentralen Systeme geworben. Das ist ja so der Hauptaspekt, dass ich eben nicht eine große Dachfläche brauche, die ich vollpacken kann, sondern dass ich es mit meinem kleinen Balkon mit untermachen kann. Der Berliner Oliver Lang forschte früher als Physiker an Solarzellen. Heute vertreibt er Balkonanlagen. Die meisten Modelle werden in China produziert und kosten ab 150 Euro. Eine Investition, die sich schnell auszahlt. Im Moment ohne Montage, ohne teure Halterungen und so weiter. Das ist so gerechnet für die billigste Form des Balkonkraftwerkes, also diese 500 Watt China-Ware, die aber durchaus gut ist, die also bestimmt auch zig Jahre läuft, die hat sich dann bei jemandem, der viel zu Hause ist, den Strom auch selber gut verbrauchen kann, nach 3 bis 4 Jahren amortisiert. Aber was bedeutet das für die Umwelt? Immerhin kostet es viel Energie, diese Solarpaneele zu produzieren. Dennoch lohnt es sich, weil die Anlagen innerhalb von 2 Jahren so viel Energie produzieren, wie für Herstellung, Transport und Entsorgung des Systems zusammen benötigt wird. Es stimmt schon, Balkonanlagen kompensieren nur einen Bruchteil des Gesamtenergieverbrauchs Deutschlands. Aber diese Systeme helfen in erster Linie ihren Besitzern. Corinna ist froh, einen kleinen Schritt in Richtung erneuerbare Energien getan zu haben. Jetzt muss nur noch die Sonne scheinen.